Behind His Mask. Eine Steckspin-Fanfiction von Drachenmädchen. Kapitel 18. Pandafew. Stegi. Viel zu schnell ging der restliche Tag im Freizeitpark um und dann war es plötzlich, als wäre die Woche mit einem Wimpernschlag vorbei gewesen. Die Woche war einfach wunderschön. Nie hatte ich so viel Spaß gehabt seit dem Tag, an dem vor 3 Jahren der Anruf kam. Ich hatte diese ganze Woche kaum einen Gedanken an meine Mutter oder Mia verschwendet. Kein Mal war ich deswegen traurig gewesen. Tim war die ganze Woche so anders, als ich ihn bisher kennengelernt hatte. So offen, freundlich, fröhlich und lieb. So richtig verziehen hatte ich ihn noch nicht. Dafür war einfach zu viel passiert, aber er gab sich echt Mühe. Und auch wenn ich das natürlich nicht klar sagen konnte, aber irgendwie vertraute ich ihm. Seit dem Tag, wo ich das erste Mal mit ihm gesprochen hatte, sprach ich auch weiterhin mit ihm. Nur mit ihm und Palle. Mit den Menschen, denen ich vertraute. Im Endeffekt war es ja nicht so, dass ich meinem Vater nicht vertraute. Aber ich konnte einfach nicht mit ihm sprechen, weil ich dann jedes Mal seinen Gesichtsausdruck vor Augen hatte, welchen er in dem Moment gehabt hatte, als er den Telefonhörer abgelegte. So hatte ich ihn bis dahin noch nie gesehen gehabt. Diese Verzweiflung im Blick, diese Wut, diese Angst und Trauer. Nie hatte ich meinen Vater weinen sehen, aber damals rannen ihm stumme Tränen über die Wangen und sein Blick war einfach so unglaublich leer. Er sah mich an, aber er nahm mich nicht wahr. Und dann seine Worte. Stotternd waren sie gekommen. Sie klang hohl und verzweifelt, kalt und schwach. Mir und deine Mom. Er hatte nach Luft geschnappt, hatte mich fassungslos angeblickt. Doch er hatte durch mich hindurchgesehen. Sein ganzer Körper zitterte. Bei seinem Anblick hat sich mein Herz zusammengezogen. Aus einem unerklärlichen Grund ist Panik in mir aufgestiegen. Er war immer der Starke gewesen, der dem nichts etwas anhaben konnte. Der mir oder mich, als ich kleiner war, in den Arm nahm, wenn wir schwach waren. Sie. Er presste sich die Hand auf den Mund, blinzelte ein paar Mal schnell. Sie ist tot, stammelte er, unfähig, ganze Sätze zu bilden. In seiner Stimme war ein solcher Schmerz. Niemals zuvor hatte ich jemanden so verzweifelt und down gesehen. Schnell schüttelte ich den Kopf, um diese Gedanken wieder loszuwerden, und sah zu Tim und Palle, welche gerade dabei waren, Palles Sachen einzupacken. Ich seufzte leise und richtete mich dann auf. »Hast du deine Sachen aus dem Bad schon?« fragte ich meinen besten Freund und blickte in die braunen Augen des kleineren Jungen. Dieser schüttelte bloß den Kopf. Ich nickte kurz und lief ins Bad, um die Sachen zu holen. Als ich zurückkam, lief ich vollkommen in Gedanken, den Blick auf den Boden gesenkt. Heute war der letzte Tag der Woche. Sonntag. Heute würde Palle abfahren und ich würde ihn ein Jahr nicht sehen. Nichts von ihm hören, nicht mit ihm schreiben können. Vielleicht sogar noch länger als ein Jahr. In diesem Moment spürte ich, wie ich gegen etwas Hartes lief. Ich sah auf und blickte direkt in die klaren, braunen Augen von Tim. Er grinste mich leicht an. Alles okay? Ich nickte bloß und wollte mich an ihm vorbeiquetschen, als er mich am Arm festhielt. Stegi, warte mal. Seine Stimme klang rau und viel unsicherer, als ich sie gewohnt war. Du... Ich muss dir was sagen. Ich drehte mich um und blickte ihn an. Seine Augen blitzten nervös und irgendwie traurig. Ich wollte dir nur sagen, dass du mir alles erzählen kannst, weißt du? Er schluckte leicht und sah mich an. Verwirrt blickte ich zurück. Weiß ich doch. Ich grinste leicht, woraufhin er sich unruhig auf die Unterlippe biss. Irgendwie sah das so... Warte. Nein! Wieso dachte ich das? Er war nicht süß. Ich durfte ihn da nicht süß finden. Er war ein Junge.
Nicht zu vergessen, ein vermutlich nicht allzu schwulenfreundlicher. Und er seufzte leise. Ich wollte dir noch sagen, dass, egal was passieren wird, dass diese Woche echt wunderschön war. Ich lächelte ihn an, doch es war ein trauriges Lächeln. Was meinte er damit? Was meinte er mit, egal was passieren wird? Wieso sagst du das, Tim? Fragte ich leise und meine Stimme klang merkwürdig erstickt. Wieso war es, als hätte sich ein Kloß in meinem Inneren gebildet? Es war doch alles gut, oder? Es kann doch so bleiben, nicht? Fuhr ich fort und man konnte die Verzweiflung in meiner Stimme inzwischen deutlich hören. Es wird doch so bleiben, oder? Ich spürte, wie sich meine Augen mit Tränen füllten. Wieso, wusste ich auch nicht. Ich spürte nur die in mir aufwallende Verzweiflung. Die Angst. Aber wieso? Es war doch alles gut, oder? Es. Ja, sagte Tim in diesem Moment doch. Seine Augen strahlten eben diese Verzweiflung aus, die ich spürte. Gut, meinte ich leise und lächelte ihn traurig an. Dann ist doch alles okay, nicht? Tim sah mich einen Moment an, ehe er den Blick wieder abwandte. Ja, meinte er bloß. Ich lächelte leicht. Ich lächelte, obwohl ich wusste, dass nichts okay war. Selbst ein Blinder hätte gesehen, dass etwas nicht stimmt. Ohne weiter groß darüber nachzudenken, machte ich einen Schritt nach vorne und schlang meine Arme um Tim. Ich presste meinen Kopf an seine Brust und atmete seinen Geruch ein. Ich schloss die Augen und versuchte, die Verzweiflung zu ignorieren, die immer näher zu rücken drohte. Wie durch einen Wall aus Gefühlen nahm ich wahr, wie der Größere ebenfalls seine Arme um meinen Rücken legte und mich noch ein bisschen näher an sich zog, sodass kaum mehr ein Blatt Papier zwischen uns gepasst hätte. Ich krallte mich mit meinen Händen in seinem Hoodie fest. Seine Hand strich beruhigend über meinen Rücken und durch meine Haare. Eine feine Gänsehaut überkam mich. Und auch wenn ich äußerlich vielleicht mehr oder weniger ruhig wirkte, tobte ein Sturm in meinem Inneren, der mich zu übermannen drohte. Ich wusste, dass es falsch war, diese Angst zu ignorieren. Falsch war, ihn zu umarmen, um diese Gefühle zu unterdrücken, aber ich tat es trotzdem. Und ja, vielleicht war es falsch, aber es tat einfach mal gut. Vielleicht sogar ein wenig zu gut. Tim lächelte mich an. Früher hätte ich alles für so ein Lächeln getan, doch heute wollte ich es nicht. Denn es war zwar ein echtes Lächeln, aber es war traurig und verzweifelt. Früher hatte er mich bloß wütend und hasserfüllt angeblickt. Ich wäre glücklich über so ein Lächeln gewesen. Aber in diesen knapp 8 Tagen hatte sich so viel verändert. Wir hatten zusammen gelacht, uns umarmt, uns bei einem Horrorfilm gegenseitig Trost gespendet, beziehungsweise er mir, waren Achterbahnfahren, im Kino, im Schwimmbad und noch so vieles mehr. Aber das Wichtigste, wir waren Freunde geworden. Und heute konnte ich dieses Lächeln als nichts Gutes mehr deuten. Aus irgendeinem Grund war es, als hätte jemand auf meinen Bauch gedrückt, um alle Luft aus mir herauszupressen. Das Atmen fiel mir schwerer und ich hatte das Gefühl, meine Augen würden brennen, als der Braunhaarige mich sonst von sich schob, mir einen entschuldigenden Blick zuwarf und dann wieder zu Palle ging, um ihm weiterzuhelfen. Ein leises Seufzen kam über meine Lippen, als ich mich mit geschlossenen Augen gegen die Tür lehnte und scharf die Luft einsog. Es kam mir vor, als wären nur wenige Minuten vergangen, obwohl es in echt Stunden waren. Doch der Moment des Abschieds rückte viel zu schnell näher und so musste ich schon abends mich von meinem besten Freund verabschieden. Ich wusste, dass es Jahre dauern würde. Jahre der Ungewissheit, des Zweifels und der Angst, bis ich ihn wieder zurückhaben würde. Bis ich wusste, wie es ihm ging oder ob er überhaupt lebte. Palle und Tim umarmten sich kurz, gaben sich einen Handschlag und dann war ich dran. Einen Moment lang starrte ich bloß auf den Boden vor meinen Füßen. Dann sprang ich vor und klammerte mich an Palle, als wäre er ein Rettungsring im weiten Ozean. So fest ich konnte, zog ich ihn zu mir heran und spürte, wie bereits erste Tränen meine Wangen hinabzulaufen begannen. Hey, scht,
flüsterte der Braunhaarige und ich konnte spüren, wie er sanft lächelte. Alles wird gut. Ich komme wieder. Und was auch jetzt, Tim? Ich nickte leicht an seiner Schulter und vergrub mein Gesicht in seinem Hoodie, um die Tränen zu verbergen. Du meldest dich irgendwie, wenn es länger wird, ja? Meine Stimme zitterte und man konnte ihr deutlich die mitschwingende Verzweiflung anhören. Mach ich, antwortete mein bester Freund leise. Wann geht dein Flieger? In 2 Stunden, sagte er und mein Herz zog sich noch einmal zusammen. 2 Stunden. Dann war er aus Deutschland weg und nicht wieder zu erreichen. Patrick hatte nicht gewollt, dass wir ihn zum Flughafen begleiteten. Einfach und allein aus dem Grund, dass er schnell und möglichst unauffällig ins Flugzeug kommen musste, um nicht dauernd wegen Autogramm oder ähnlichem angehalten zu werden. Berühmtheiten haben es wohl nicht immer leicht. Und du stürzt nicht ab, ja? Keine Sorge. Manchmal stürzt ein Flugzeug ab. Stegi, das ist doch da selten und das weißt du doch. Ich mach mir doch bloß Sorgen. Ich weiß. Ich spürte Palles Lächeln an meiner Schulter. Und dafür habe ich dich doch auch so lieb. Aber mir wird nichts passieren. Versprochen? Fragte ich und grinste leicht zu dem Älteren hinauf. Versprochen. Palle strich mir mit der rechten Hand sanft über den Rücken und ich umarmte ihn noch ein bisschen fester. Dann drückte er mich leicht von sich. Ich muss los, flüsterte er und ich nickte stumm. Meine Stimme würde zu sehr zittern, wenn ich etwas sagen würde. Alles wird gut, ja? Sagte Palle und sah mir in die Augen. Ich weiß, dass du das schaffst. Ich nickte erneut und versuchte ein kleines Lächeln. Er grinste mich kurz an und richtete seinen Blick dann wieder auf Tim. Ich geh da mal, ne? Er grinste, hob die Hand zum Abschied und drehte sich um. Kurz bevor er in die schwarze Limousine stieg, fixierte er noch einmal Tim und sagte leise, mit einem fast schon drohenden Unterton, pass auf ihn auf, er ist zu toll, um so zu zerbrechen. Dann fuhr er ab. Ich stand da und sah ihm nach, sah, wie die Limousine immer kleiner wurde und schließlich ganz verschwand. Noch immer stand ich da und starrte hilflos auf den Fleck, wo er soeben gestanden hatte. Ein Jahr. Vielleicht länger. Ich seufzte leise und wischte mir mit einem Ärmel die Tränen weg, die noch immer aus meinen Augen flossen. Entfernung kann 2 Körper trennen, aber nicht 2 Herzen. Kapitel 19. Point of view. Stegi. Ich zuckte zusammen, als ich eine Hand auf meiner Schulter spürte. Ich sah auf. Meine Augen trafen auf wundervolle braune Augen. Ich lächelte Trim traurig an und lehnte mich leicht gegen ihn. Es war, als würde der Braunhaarige mir Trost und Halt geben in einer Zeit, wo ich keinen hatte. Ich wusste, dass das total bescheuert klang und naiv war, aber es war einfach so ein Gefühl, das mir sagte, er würde das ernst meinen. Er würde das nicht nur spielen. Er hatte mich ein halbes Jahr geschlagen, mir wehgetan und trotzdem fühlte ich mich bei ihm sicher und vertraute ihm. Ich hatte einfach das Gefühl, dass der gefühllose, kalte Tim, den ich von früher kannte, nicht der echte war. Dass er damals sozusagen eine Maske aufgehabt hatte und sie jetzt abgesetzt hatte. Dass ich jetzt sein wahres Ich sehen konnte, hinter seiner Maske. Behind his mask. Darf ich dir mal was zeigen? Fragte ich leicht lächelnd, woraufhin Tim nickte. Ich griff nach der Hand des Braunhaarigen. Sofort schoss ein Kribbeln wie ein Stromschlag durch meine Hand. Ich versuchte es zu ignorieren und zog ihn in Richtung des Ortes, den niemand außer mir kannte, den ich mehr als jeden anderen Ort liebte, der mein Zuhause im Internat war. Patrick, bedeutet dir sehr viel, oder? Fragte der Größere mich, als wir schon eine Weile gegangen waren. Ich drehte mich zu ihm um und einen Moment lang trafen sich unsere Augen. Diese wunderschönen, braunen, klaren Augen. Ich nickte leicht. Wieso? Fragte der Ältere plötzlich und sah mich fragend an. Wieso? Fragte ich verwirrt und blieb stehen. Naja, wieso bedeutet er dir so viel? Ich habe das Gefühl, du vertraust ihm mehr als jedem anderen Menschen. Irrte ich mich oder schwang da ein kleines bisschen Eifersucht in seiner Stimme mit? Ich weiß nicht, antwortete ich leise und lief langsam weiter.
Ich spürte Tims Finger in meiner Hand und umschloss sie. Er gab mir so ein sicheres Gefühl. Ich glaube, es ist einfach, weil er immer für mich da war. Fuhr ich nach einer kurzen Zeit fort und wagte einen vorsichtigen Blick zu unseren ineinander verschränkten Händen. Weißt du, Patrick war immer für mich da, wenn es mir schlecht ging. Wir haben uns damals mehr oder weniger durch Zufall kennengelernt. Und obwohl er so ein berühmter Schauspielersohn ist, hat er mir nie etwas davon erzählt. Einfach, weil er nicht wollte, dass ich ihn bloß deswegen mag oder so. In dieser Woche haben wir uns das erste Mal getroffen. Davor kannten wir uns nur übers Internet, aber trotzdem war er immer da, wenn ich ihn brauchte. Immer hat er mich aufgemuntert. Damals, vor knapp 3 Jahren, hat er mir in der schwierigsten Zeit geholfen, die ich je hatte. Er war der Einzige, der nicht mit Mitleid ankam, der einfach nur da war. Ich habe damals aufgehört zu reden. Niemand, nicht mal meine damaligen Freunde oder mein Vater, haben mich dazu bekommen, wieder zu reden. Nur er. Irgendwann fragte er, ob wir skypen wollen, obwohl er wusste, dass ich nicht rede. Er meinte, ich solle einfach die Antwort schreiben oder auf Zetteln in die Kamera halten. Und an diesem Tag brach die Blockade. Er hat irgendwas mit mir gemacht, das ich ihm vertraut habe. Ich habe als erstes wieder mit ihm geredet. Vermutlich liegt es daran, dass er mir so wichtig ist. Ich seufzte leise und sah zu Tim auf, welcher schweigend neben mir herlief. Jetzt sah er mich ebenfalls an und nickte leicht. Das klingt schön. Also, dass er immer da war und so. Er grinste und ich musste ebenfalls lächeln. Ja, schön. Das war es auch. Er ist halt ein echt guter Freund. Eine Weile lang liefen wir bloß schweigend dem Mann hinterher. Tut mir leid, wenn ich frage, aber was ist damals vor 3 Jahren passiert? Tim hob die Stimme wieder und blickte mich direkt an. Was ist vor 3 Jahren geschehen? Wieso hast du aufgehört zu reden? Ich schluckte kurz und sah auf den Boden vor unseren Füßen. Er trug schwarze Sneakers. Ich mochte seine Schuhe. Ich erzähle dir das von anders, ja? Ich möchte gerade nicht dran denken. Tut mir leid. Tim nickte leicht und drückte einmal kurz meine Hand. Knappe 10 Minuten später kamen wir an der Lichtung mit dem kleinen See an. Die Trauerweide ließ ihre Äste sanft über dem Wasser hin und her schwingen und die Sonne spiegelte sich in den kleinen Wellen. Nie hatte ich diesen Ort jemandem gezeigt. Ich wollte einfach einen Platz haben, wo nur ich hin konnte, wo ich mich ungestört fühlte, wo ich alleine sein konnte und über alles nachdenken konnte. Aber ich vertraute Tim einfach und wollte irgendwie, dass auch er diesen Ort kannte. Tim blieb neben mir stehen und starrte wie verzaubert auf den vor uns liegenden Ort. Wow, Stegi, das ist wunderschön. Ich wusste gar nicht, dass so kurz hinter dem Zahn im Wald so etwas Tolles ist. Ich lächelte ihm bloß an und ein Schauer überkam mich, als ich in seine glücklich glitzernden Augen blickte. Als wir eine Minute später auf dem Ast saßen, wo ich immer saß, war irgendwie für einen Moment lang alles perfekt. Würde ich die Zeit anhalten können, würde ich das jetzt tun. Ich würde am liebsten eine Ewigkeit so sitzen bleiben. Dicht an Tim, der den Arm um mich gelegt hatte. An meinem Lieblingsort mit einem wundervollen Menschen. Ich warf einen vorsichtigen Blick zu dem Älteren, der im gleichen Moment den Kopf drehte und mich ansah. Seine dunklen, braunen Augen funkelten mich an und er zog mich noch ein Stückchen näher zu sich. Ich lächelte leicht und legte meinen Kopf auf seine Schulter. Ich konnte den warmen Atem des Älteren auf meiner Haut spüren. Unwillkürlich musste ich lächeln und sah auf. Der Braunhaarige sah mir direkt in die Augen. Sein Gesicht war nur wenige Zentimeter von meinem entfernt. Ich blickte ihn vorsichtig an. Plötzlich spürte ich, wie Tim mich ein wenig näher zu sich zog. Ich zuckte zusammen, als ich merkte, dass uns vielleicht noch 5 Zentimeter trennten. Eine feine Gänsehaut bildete sich auf meinem Körper. Eine bisher fast gänzlich unbekannte Wärme stieg in mir auf. Wie in Zeitlupe merkte ich, wie Tim sich noch ein Stückchen vorlehnte. Sein Atem ging stoßweise und unregelmäßig und ich konnte sein Herz deutlich beschleunigt an meiner Brust spüren. Doch
Mir ging es nicht anders. Alles in mir kribbelte. Meine Finger zitterten und tausende Gedanken wirbelten durch meinen Kopf. Und dann schloss Tim die Augen, lehnte sich noch ein Stückchen weiter vor. Und meine Lippen berührten seine.